Hallo und herzlich willkommen bei einem Let's Play mit dem Spiel Mittelerde Mordors Schatten. Und natürlich auch willkommen zurück an alle, die wieder eingeschaltet haben. In der letzten Folge haben wir den Auftrag erhalten, Grublik zu unserer Marionette zu machen. Und das werden wir dann jetzt auch tun. Verblutet, Hauptmann! Dann bring mir stärkere Sklaven oder du spürst meine Peitsche! So, müssen wir mal gucken, dass wir hier... Den haben wir zum Beispiel auch eben gerade schon gebrandmarkt. Haben wir mich jetzt entdeckt? Ich wollte eigentlich jetzt da hoch, aber irgendwie geht das da nicht. Wie steht es mit euch? Schweig. Sie sind wohl alle tot. Sieh es endlich ein. Ich werde dann doch nochmal nach da oben gehen. Es gab 6 Kombo-Punkte. So, und er scheint jetzt zu fliehen. Das wollen wir aber. Das hört sich auch nicht gut an. Komm her, komm her, komm her. So. Beherrschen. Und brandmarken. So. Dieser Hauptmann steht nun unter deiner Kontrolle. Du kannst einen Machtkampf provozieren und ihn auffordern, einen anderen Hauptmann zu ermorden. Schickst du ihn gegen einen Häuptling ins Feld, wird der Hauptmann versuchen, sein Leibwächter zu werden. Dies führt zu einem Machtkampf, in dem er sich beweisen muss. Okay. Drücke Leertaste, um einen Hauptmann zu befehlen, der Truppen von Tarz beizutreten. Okay, so und jetzt drücke Escape, um zum Spiel zurückzukehren. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kuhblick der Auspeitscher beherrscht Eingabedetails. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Gebrandmarkt. So. Und jetzt? Hauptmann? Und wie können wir dem das jetzt sagen, dass er hier... Habe ich jetzt irgendwas nicht ganz verstanden? Können wir jetzt hier irgendwas machen? Habe ich jetzt hier nicht so ganz verstanden. Gehen wir nochmal auf den. Befindet sich hier. Ah, der ist jetzt wieder dort. Hä? Hey? Okay. Okay, na, das ist ja mal nicht so pralle, was der da kann. Das ist nur das Hin- und Her-Gemehre. Wie war das vorhin? Was kann ich da jetzt noch drücken? Ja, dafür gibt es jetzt nicht nochmal eine Legende, dass man jetzt sagen kann, mach den und den kalt, wie das war. Das habe ich mich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Es ist vollbracht. Er gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran. Okay, na dann. Gehen wir jetzt mal dahin. Ja, irgendwie, vorhin gab es doch eine Tastenkombination, mit der wir dann auch irgendwelche Befehle erteilen konnten. Da habe ich das
das irgendwie jetzt missverstanden? Ich verstehe es nicht. Hier den neuen Hauptmann! Verschwinde! Dir diene ich nicht. Ich muss Grublik dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Das machen wir jetzt auch. Ja, verdammt. Noch einer übrig. So. Aber nicht. Wenn es wiederkommt. Halte dich, Oberhall, während du ihm hilfst. Ja, mach ich ja. Die konzentrieren sich nur auf mich. Und auch natürlich. Gut. So, hab ich's jetzt geschafft. Unser Schützling setzt die Furcht als seine Waffe ein. Und wir sind sein unsichtbarer Freund. Ein Freund in den Schatten, der alles sieht. So gebührt es einem Elben. So, ich brauche noch Pfeile. Immer schön über ihn bleiben. Zu mir, oder ihr liegt tot vor meinen Füßen. Gruppe 2 von 3. Jetzt muss ich definitiv ins Eck bringen. Na, kommst du wohl her? So. Unser Hauptmann kämpft tapfer für uns. Auf meinen Geist wird er diese Uruks durch Mordor führen. So, dann nehme ich die Teile noch mit. Hat er jetzt nur noch einen? Nee, hat da noch welche, okay. Ich dachte schon, er hat keine Begleiter mehr. Na, lass mal. Bitte. Weg. Weg. So, bevor wir hier wieder in die Luft schießen und der da hängen bleibt. Das jetzt? Ich habe die Schwachen unterworfen. Jetzt schließt euch mir im Sieg an. Jeglicher Widerstand wird mit Blut bezahlt. Und das Blut an unseren Klingen. Auf unseren Hauptmann. Wir werden niemals sterben. Wir kämpfen für die wahren Uruks. Für die wahren Uruks. Jetzt, da wir unseren Jäger haben, lass uns unsere Beute jagen. Und was wäre das dann? Machtbestimmung zum Leibwächter geworden. Okay. Erreichen Ansichtspunkt ohne Alarm auszulösen. Nee, der Häuptling hat unseren Hauptmann erwählt. Und mit ihm seinen Tod. Nun müssen wir uns für die Schlacht in Stellung bringen. Verstehe ich trotzdem nicht so ganz mit der ganzen Mechanik gerade. Ja gut, vielleicht kriegen wir das ja dann nachher nochmal irgendwie, wenn wir uns selbst versuchen nochmal. Ich will den Kerlen vertrauen, an deren Seite ich kämpfe. Wenn ein Uruk einem anderen Uruk nicht trauen kann, sollte er ihn töten. Was Barad-Nurn wurde am Ende des zweiten Zeitalters, unmittelbar nach dem Niedergang Saurons, von den Streitkräften Gondors errichtet. Der Zweck der Festung war es, das Nurnmeer zu überwachen und Invasionsflotten vom Gurthrand im Süden abzuschrecken. Als 1636 des dritten Zeitalters
die große Pest vom Osten her hereinbrach, wurde die Festung verlassen und die abmarschierenden Soldaten trugen die Pest nach Osgiliath. Die Garnison erholte sich nie wieder von diesem Schlag und die Festung wurde alsbald von den Korsaren Umbars eingenommen, die sie Schlund der Hoffnung tauften. Sie diente ihnen als Ausgangspunkt für ihre Raubzüge nach Ithilien und Kant. Mit der Zeit wurden die Plünderer sesshaft und begannen, die furchtbaren Länder Nurns zu bewirtschaften. Bei den Stämmen Nurns handelt es sich um ihre direkten Nachfahren. Ah, was ist denn jetzt gerade los gewesen bei dem Vorlesen? Ich habe mir nämlich auch Gedanken gemacht, wie ich hier manchmal Sachen ausspreche, ob das TH dann nur als T oder als TH, als wie im Englischen der Artikel the, dass das irgendwie da dann so ausgesprochen wird. Ja, bei Osgiliath, ist das jetzt Osgiliath? Osgiliath oder ist das Osgiliath? Naja, egal. Passt schon, denke ich mal. Und sorry für die Fehler. So. Dieses Sklavenherz war zu zäh für meinen Geschmack. Herzen schmecken besser, solange sie noch schlagen. Hör nur ihre Worte. Abscheuliche wilde Bestien. Eben diese Grausamkeit werden wir uns zunutze machen. Von ihnen mehr Anerkennung. Stimmt. Es sind immer die Berserker, die den Kopf kriegen. Oder die Schützen. Oder die Schildträger. Krieger sind hart. Ich weiß nicht, sterben wir, wenn wir da unten ins Meer reinkommen? Ich hoffe nicht. Wir machen jetzt einfach mal den. Die Jäger lassen den Rest von uns mal wieder schlecht aussehen. Holen uns das Geschoss. Unglaublich, dass sie in der letzten alles zusammen. So, jetzt gehen wir hier nach oben. Das Schlimmste an diesen Bleichhäuten ist, dass sie sich immer müde stellen, die faulen Säcke. Hab ich jetzt gesehen? Aber ich habe einen Straßenbau eingesetzt. Und nach nur 10 Stunden fingen die an, mir umzufallen. Den machen wir uns auch zu eigen. Sehr schön. Wieder mal, sorry, wenn ich jetzt hier nicht großartig viel erzähle. Der Häuptling versammelt die Wachen um sich. Der Grabwanderer muss in der Nähe sein. Die alte Wache war wahrlich eine Bestie. Die neue Wache soll noch schlimmer sein. Wer soll Hackfleisch aus der alten gemacht haben? Hackfleisch. Gucken, ob die dann auch die ganze Zeit unser eigen bleiben. Ich finde das übrigens auch cool mit dieser Brandmarkung mit der Hand, wobei mir das eben halt doch sehr danach aussieht, dass das quasi die weiße Hand Saurons ist. Na, spring! Er springt nicht. Ich fasse es wieder nicht. Es ist. Manchmal ist die Mechanik wirklich etwas fragwürdig. Was brechen die denn da rum? Haben die was zum Essen gehabt oder was? Das ist voll. Ah, komm, sehr ruhig. Komm ich hoch? Ja. Ja.
das Messer. Okay. Unsere Marionette ist vor Ort. Wir sind bereit für unseren letzten Schlag. Neun Zeitalter der Uruk. Kämpfe für mich! Okay, sehr schön. Immun gegen Pfeiler. Und auch immun gegen Pfeiler. Da drüben hat sich etwas bewegt. Verräter! Wenn ich nichts unternehme, schneiden sie unsere Marionette alle Strippen durch. Okay, dann kommen wir mal mit hier rein ins Getümmel. Schleicht hier jemand herum? Weg. 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 Achso, jetzt stehen ja da die eigenen. Und der ist ja immun. Okay. Ich muss mich in den Kampf einmischen. Oh. Einen von uns kannst du vielleicht töten, aber jetzt bist du ein toter Mann. Wir wurden verraten! So, dann zappen wir hier mal ein bisschen durch. Unsere Pfeile verbessern seine Chancen. Nee, machen wir eben gerade nicht. Das ist nämlich das Problem. Vorsicht! Unsere Marionette darf nicht sterben. Furcht vor Verbrennen. Oh. Ja, und jetzt? Jetzt haut er ab. Oh, super, wirklich. Gott, ey. Meine Augen sind wie deine. Die Festung ist auf jeden Fall alarmiert. Sehr schön. Er ist schon mal down. Und das sollte ja so passieren, genau. Rüstung. Macht 16. Okay. Ich kämpfe für den dunklen Herrscher. Und ihr werdet für mich kämpfen. Dieses Gebiet gehört mir. Ich bin der stärkste Häuptling in ganz Mordor. Ich führe meine Armee über ein Feld aus Schädeln. Unterwerft euch mir. Oder spürt meine Klinge. Ja. Marvins Plan hat uns große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern genutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, sein Ebenbild zu zerstören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Sie wird uns mehr sagen können. Jo, dann machen wir das. Ja, automatisch sogar. Ich ahne nichts Gutes. Setze dich mir nicht, Celebrimbor. Zusammen können wir unbezwingbar sein. Der dunkle Herrscher Sauron ist noch schwach. Unsere Armee kann ihn vernichten. Alter. Sauron hat wahrscheinlich in den Stab gesteckt. Geht's dir gut? Oh ja. Krass. Jetzt, da ich dich endlich sehen kann. Oh, mein Kind.
Deine Mutter befand sich in den Klauen eines sehr mächtigen Zauberers. Talion, es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand, sie bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind. Sie sind jenseits des Nomenmeers. Ihre Armee. Wie stark? Stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe nun, Mutter. Ich bereite unsere Abreise aus Mordor vor. Sehr interessant. Krass, krass. Also heißt es, dass es sogar noch nach diesem Gebiet, also nur rein spekulativ, dann in ein weiteres Gebiet geht, in dem wir dann über das Nurnenmeer reisen dürfen. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut, an der Stelle würde ich dann jetzt auch den Break machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Schlachten, Erobern und Beherrschen. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt Tschö mit Ö.